Hallo und herzlich willkommen zurück nach Disaster jetzt in einer neuen Folge Fallout 4, wo wir hier im Big Triangle House unterwegs sind. Hier unten sind wir jetzt in dieser komischen Klon-Facility, haben auch schon ein bisschen was über diesen Ort erfahren. Und jetzt werden wir uns mal hier die ganzen Räumlichkeiten anschauen, um zu gucken, wie jetzt eigentlich diese Facility hier funktioniert und wo diese Gator Claws eigentlich jetzt genau herkommen. Denn um die geht es ja, die wollen wir ja loswerden. Und das ist offensichtlich nichts in dieser Zelle. So, was haben wir hier? Irgendwelche Terminals und Journals und ein Stimpack und eine Nuka Cherry, das ist nice. Und den ganzen Kram, da kümmern wir uns später, den ganzen Papierkram. Zuerst looten wir hier noch ein bisschen. Tarberry, okay. Was haben wir hier noch in den Kühlschränken? Ein bisschen Psycho, okay. Noch mehr Psycho. Die Typen hier müssen ziemlich Psycho gewesen sein, hahaha. Ha, ha. So, ein paar Blood Packs. Okay, also dann checken wir erstmal Dr. McDermott's Journal 47b. This is Dr. Derek McDermott, last known survivor at the Safari Adventure Replication Facility, continuing my personal recordings. Okay, cool. It's been, hell, I don't know how long it's been. I think I stopped counting months ago. Klingt sehr nach einem Ghoul. Even with the scientific equipment at my disposal, it's clear there's no going back from what I've become. Ja, the radiation from the bombs has taken its toll on my body, twisting and deforming my physical appearance. But falling into despair, I've embraced the change and used it as a basis for my new cloning research. Perhaps this curse will turn out to be a blessing. I just wish Dr. Hine was here to guide my hand. I feel lost without him. Können wir das hier aufmachen? Da sind ganz viele Kühlschränke. Bestimmt war das irgendein so ein Tresorraum, um irgendwelche Samples sicher aufzubewahren oder so. Keine Ahnung. Also die Tür scheint aber aufzugehen, also gucken wir einfach mal nach. So, auf damit. Okay. Hier ist nichts. Hier ist Blut. Okay, als waschechter Vampir nehmen wir das natürlich. Hier ist nichts. Lass mich raten, hier ist Blut. Nein, nicht mal Blut. Mann. Nein. Irgendwas schreit mich von der Seite an. Naja, eher von unten. Ansonsten ist hier nichts. Ha. Ziemliche Pleite. Okay, hören wir uns das andere Holotape auch noch an, bevor wir hier weitergehen. Oh, und das Terminal vielleicht auch noch. Das ist nicht das gleiche, wie das draußen. Continuing my personal recordings. I've been continuing to modify the Nuka Gen Replicator to provide a source of food. Oh, okay. It's ironic that the very same device Nuka World was using to create its animal specimens for leisure has become integral to my survival. Yeah, schon seltsam. From a cow, I was able to replicate a viable clone, consume it as food, then use the remaining tissue to create another. Oh, sind das diese Longhorns, auf die wir gestoßen sind? Diese Brahmins? I'll have an endless supply of food for years to come. Dr. Hine would be proud of my accomplishment. It's sad. It's been so long, I've almost forgotten what he looked like. My God, it's been decades now. Maybe even a century or more, hasn't it? Has it been so long? Oh yeah, McDermott. Oh yeah. I'll continue recording later. Okay, dürfte ich da mal bitte dran? Das, die Idee hatte ich nämlich gerade auch. Okay, cool. Hier sind sogar noch die Daten. 2077. Das ist lang her. Also dann, los geht's. It's about 1 AM and I've just received a strange message via phone that I'm needed at the Angry Anaconda's construction site to assist with an escaped animal that's been injured. Oh, wir wissen, wo das hinführt. I swear, those security guys need to be more careful with our specimens. Last time this happened, not only did one of the escaped buffalo end up with a broken leg, but the other died when security had the wrong dosage in the tranquilizer darts. I'll report my findings in my next entry.
Ja. Tu das. I've had my third request for a budget increase denied due to resources being diverted to this project Cobalt, and I'm hearing so much about. Ja, tu ich auch. I hope Brad Burton realizes that Safari Adventure isn't just an amusement park, but it's also home to several hundred living and breathing organisms which have unique food, water and environmental requirements. I've asked for more information on Project Cobalt, but I am continually met with denials. For all the trouble it's worth, this project better produce something big. Okay, also er weiß auch nicht, was Project Cobalt ist. Er ist genauso schlau wie wir. Das ist doof. Ich hätte nämlich gerne mal gewusst, was das jetzt ist. Oder wusste ich da? Nee, ich meine nicht. Thanks to Dr. McDermott's help, I've been able to isolate the segmentation issues I've been having with PB041. The polar bears on the last segment kept coming out of the nuclear gen replicator inside out and then exploding. Au, das hört sich scheiße schmerzvoll an. I assumed this was due to an incorrect sequence, but I've never seen such a violent reaction from a specimen before. It was actually a rather spectacular result, strictly from a scientific point of view. Alter, irgendwas ist mit dir falsch, oder? Also ich gucke mir nicht gerne Polarbären an, die von innen nach außen rauskommen und dann explodieren, ey. Was ist das für eine kranke Scheiße? You have issues, dude. Those damn AFAD idiots are at it again. It's only been a few weeks since they vandalized my Corvega by filling it with manure, and the security department assured me that would be the last time they were allowed anywhere near the nuclear world. However, I arrived at the facility today to find Stop the Torture painted across the security door. I don't know why these morons think we are torturing animals. Anything that we need to dispose of in the laboratory is dealt with in a swift and rather humane manner. Ja, zum Beispiel, wenn Polarbären falsch rum rauskommen, explodieren. Das ist überhaupt nicht fragwürdig. Also Greenpeace, also die finden, die haben da überhaupt kein Problem mit. Wieso auch? I think I drank a little too much last night when ringing in the new year. Woke up right next to the Nukagen replicator's main terminal and a program was running. It looks like I was trying to sequence an anteater with 16 gyrotype legs, scales, 4 eyes and 2 tails. Amusingly, even in my inebriated state, I've created a fairly viable specimen sequence that could possibly work. I don't think the animal would live very long, but my scientific curiosity says I should give it a try. I'll have to consult Dr. McDermott. Ja, und er sagt, er tortet keine... Okay, das ist bestimmt die abgefuckteste Giraffe, die man jemals zu Gesicht bekommen hat. Wenn man sie zu Gesicht bekommen hat. Ich hoffe nicht, das arme Vieh. Okay, also... Damit wären wir mit Dr. Heinz' seltsamen Vorstellungen von Science fertig. Und jetzt können wir endlich wieder hier in die Action... Mhm, Duct Tape. Ah, ich höre sie doch schon, ich höre sie doch schon. Wo ist das Vieh? Ah, ich fühle mich auch nicht so dermaßen sicher hier. Na, Wasser ist ja klar, ne? Das macht ja irgendwie Sinn. Auch wenn ich nicht weiß, wo das herkommen soll. Das finden wir bestimmt noch raus. Hm. Mir ist gerade plötzlich bewusst geworden, dass das Ding ja auch irgendwie im Wasser sein könnte, schwimmen könnte. Oh, da habe ich doch was gesehen. Mal checken, ob hier irgendwas ist. Nein? Okay. Schleichen wir uns mal weiter. Okay. Wo ist das Ding? Genau, geh du mal davor. Wir zügeln nach. Das ist eine gute Arbeitseinteilung. Oh! Ach du Scheiße. Albino Gator Claw. Das Ding hat sogar einen Totenkopf. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Okay, den ersten hätten wir. Oh, weia. Ich schätze mal, der macht einfach Damage ohne Ende. Denn Schaden nimmt er eigentlich ziemlich normal. Autsch. Aua, darf ich mal durch? Danke. Ey, yo. Kriegst du jetzt eine Abreibung? Boom. Hm.
Denn ihre Bäuche scheinen mir irgendwie ziemlich verletzlich zu sein, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ja. Also warum auch immer das Ding Totenkopf hatte, so schlimm war es nicht. Aber gut, ich meine, ich habe ja, wir sind ja momentan auch zu dritt unterwegs. Das ist jetzt selbst für Vorderverhältnisse viel. So, Boypens. Okay, cool. So, und jetzt scheint es ja wieder etwas komplizierter zu sein. Das ist ein recht großer Raum, der in viele andere Räume führt. Hier haben wir schon mal Red Eggs. Irgendwelche Clipboards, bla bla bla, das Übliche halt. Oh, okay. Hallo? Das brauche ich eigentlich nicht. Nein. Chemistry Jar, okay. Habe ich noch keinen von gesehen, aber ist wahrscheinlich nur Glas. Hm? Mantids, okay. Kein Starcore oder so? Nein? Okay. Hier ist auch nichts Interessantes mehr. Doch, ein Redaway. Ein Redaway ist nicht schlecht. So, nebenbei vielleicht mal was essen. Wenn ich denn überhaupt irgendetwas... Die Blood Packs muss ich jetzt bestimmt nicht. Hier. Skrill Bits, die können wir essen. So, ist hier irgendwas? Noch mehr Mantids. Bunkata, bla bla bla. Oh, was soll ich denn da? Das ist doch eine Quantum. Wird natürlich unterwegs noch. Oh, yes, richtig viel Muni. Nice. Das ist gut. Das ist richtig gut. Hallo, Quantum. Was machst du denn hier so ganz alleine? Okay, was ist das? Magnetkatze, okay. Das hört mich jetzt nicht so an. Okay, was ist das? Keine Ahnung. Ah, egal. Ein Silver Locket mehr. Irgendein Terminal. Remote Door Control. Einfach mal aufmachen. Wo auch immer diese Tür ist. Oh, jetzt habe ich das versehentlich wieder zugemacht. Ich tipp. So, aber jetzt müsst ihr auch sein. Wo auch immer diese Tür ist. Wahrscheinlich da beim Marker irgendwo. Oh, das ist die hier. Das ist nur ein Garagentor, okay. Da kann man wohl nicht durch. Da ist nichts. Nein. 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 Ist auch nichts drin. Aha, noch so ein Journal. Survivor at the Safari Adventure Replication Facility, continuing my personal recordings. I ventured outside today and almost got spotted by a group of wasteland scavengers that had wandered into Safari Adventure. Therefore, against my own better judgment, I'm going to attempt to splice a few of the more dangerous samples I have left in cold storage. I need to use the Nukagen replicator to create some sort of specimen that's formidable, yet trainable. Something that can protect me, but most importantly, protect this facility. It will take some time to work out the chemistry and mathematics of the data, but I'm confident I can create a viable specimen within a few years. I know Dr. Hein would have objected to this course of action, but he isn't here. And I can't let this equipment fall into the wrong hands. Okay, und da wurde es dann ernst. So, das ist er also, der Replicator. Mal gucken, was man mit dem Replicator-Alligator hier so anstellen kann. Disable current replication procedure. Ja. Damit hätten wir das Problem schon mal erledigt. Program History. Codename Gator Claw. Subject has survived in the incubation period, but appears to be in a highly volatile and aggressive state. Stell dir vor, infusion of command recognition patterns appears impossible. Recommend termination of subject and resequencing after study period in isolation. Sample Q334 continues to be unstable and unpredictable. Oh nein, wenn man einen Chamäleon
mit einem Alligator kreuzt, dann ist das Ergebnis nicht vorhersehbar. Seltsam. Subject Codename None, okay. Ah, weil das Ding ein Failure ist. A cellular breakdown occurred. Okay. Dann ist es wahrscheinlich auch irgendein Survived Incubation Period, but exhibited extreme levels of ionizing radiation. Oha. Bla bla bla. A sample remitted to incinerator, ja nett. Naja. Okay. Kommen da jetzt noch mehr von diesen Viechern? Das sieht ganz so aus. Okay, das müssen die letzten Überlebenden sein. So, schießen wir mal auf den Belly. Mal gucken, ob das mehr bringt. Ich glaube schon. Ich glaube, das mögen sie nicht. Wenn ich jetzt überhaupt den Belly getroffen habe, keine Ahnung. Ja, das müssen die letzten sein. Da war gerade so ein Quest-Dingens. Wegen Clear the Last Gator Claws. Okay. Oh, 12 von 21. Ja, ich werde noch ein bisschen Großwild jagen gehen müssen. Oh, das Ding hier ist aufgegangen. Dann ist das bestimmt die Tür, die geöffnet wurde, oder? Von dem Terminal. Halt hier irgendwo drin war eine Tür. Diese Tür. Hier geht's wieder nach draußen. Okay, machen wir mal. Wieso nicht? Das ist wahrscheinlich ein riesiges Nest mit 10.000 Gator Claws oder so. Ne, wir haben ja 12 und 21. Also so viele können es nicht sein. Was könnten trotzdem viele sein? So 8 oder so? Auf einmal? Wird spaßig. Es strahlt schon mal, das ist scheiße. Weil wir im Wasser sind, das macht Sinn. Hep. Ich bin nicht gerade in der besten Position. Ehrlich gesagt will ich hier nicht sein. Stellt euch vor. Die Frage ist, wie komme ich jetzt raus? Ah, hier geht's nur eher weiter runter. Ah, da hinten. Ja, hier können wir hoch. Gut. Ich weiß nicht genau, wo wir sind. Aber meine Questmarker da, die quillen über. Alles irgendwelche Gator Claws, die wir noch umnieten müssen. Eine Menge leere Käfige, wie es sich gehört. Nuka-Cola Lunchboxes, ganze 4 Stück, nice. Ein Token. Eine Quantum, cool. Nur eine Quantum, Alter. Ist das geil. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Freunde, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue. Tickets. Eine Cherry. Ist das ein geiler Ort hier? Oh, da hab ich schon irgendwas gehört. Noch eine Lunchbox. Was war da drin? Ich hab nicht gesehen, wo es hingeflogen ist. Wenn da überhaupt was drin war, vielleicht war da gar nichts drin. Danny Boy Apples, okay, nice. Ah ja. Okay, gehen wir mal in Sneak Mode. For the extra damage. Guck mal. Das ist für dich. Es gab jetzt keinen extra Sneak Damage, aber egal. Dann nehmen wir halt diesen Critical hier. Boom! So, das war Nummer 13. 21 ist nur übrig. Jetzt wo ich drüber nachdenke. Es ist schon interessant, dass man in der Safari-Adventure eine Rasse eigentlich komplett ausrotten darf. Es ist zwar irgendwie auch scheiße makaber, so ähnlich wie die Büffeljagd in Red Dead Redemption. Aber irgendwie hat das auch was. Ich meine, die Dinger sollten sowieso nicht existieren. Eigentlich.
Wie, ich bin zu schwer. Scheiße. Oh, scheiße. Okay, komm her. Ich habe eine Schusswaffe. Du bist ein Krokodil. Was willst du machen? Solange du auf Abstand bist, heißt es. Einfach draufhalten. Oh yeah, James Bond ist wieder da. Gut gemacht, Mr. Bond. Oh, was ist das denn für ein Loch? Keine Ahnung. Medical Liquid Nitrogen Dispenser. Okay, keine Ahnung, was es ist. Ich habe es. So, und jetzt müssen wir mal mit unserem Freund reden. Porter, schlepp für mich. Schlepp für mich coole Sachen. Das ist... Oh ja, die Hals. Die sind bestimmt ultra schwer, ne? 8 wiegen die. Die kann er gar nicht alle tragen. Okay, dann nimm halt den anderen Scheiß. Wie, du kannst nicht mehr schleppen? Das ist doch nix. Oder... Lass mal gucken. Oh, die wiegen auch 8. Und die dachte... Achso, ne, die wiegen nicht so viel. Ne, Moment, das wiegt doch gar nicht so viel. Was ist das denn da für ein Scheiß? Das ist doch alles nicht so viel. Was holst du denn hier rum? Boah, der kann ja echt gar nichts mehr tragen. Holy shit. Na, solange ich jetzt wieder was tragen kann. Ja, nicht so viel. Oh, naja. Oh, ist ja perfektes Wetter, um auf die Jagd zu gehen. Das muss man ja mal so sagen. Ich habe seinen Hut, by the way. Was ich zugehört habe. Ich meine natürlich, was die, diese Sprecher da am Quatschen ist. Sie hat gerade von Oswald erzählt, dessen Hut ja Porter da auf hat. Ganz lustig. Oh, was haben wir denn hier alles? Ich würde sagen, der war sehr gut erhalten. Oh, Jaguar, hallo. Der hingefallen ist, cool. Wow, Alter. Wo kommt jetzt auf einmal so angeflogen? Fliegende Jaguar, what the fuck? Das gehört auch noch zu dem. Okay. Okay. Was ist das hier? Eine Bärenhöhle, okay. Hm. Aber anscheinend hat sich wohl auch ein Gatorclaw da rein verirrt. Also nichts wie rein da. Ja, das hört sich nach Bären an. Lass die erstmal kämpfen. Nein, Gage, lass die erstmal kämpfen. Lass die erstmal kämpfen, Alter. Hallo? Wir haben schon mal von Ehre gehört. Jetzt kommt das hier auch noch. Okay. Kämpft halt unehrenvoll. Ist mir egal. Ich guck zu. Ja, der Gatorclaw scheint aber zu gewinnen. Was mich nicht überrascht. Yep, der ist tot. Das werde ich bestimmt nicht treffen, also immer schön auf den Kopf. Na schön. Okay. Fliegende Fleischbrocken von einem fliegenden Jaguar. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Warum wundert mich sowas überhaupt noch? Oh? Hallo Grafikbug, wie geht's dir? Da hat jemand die Spaltmaße nicht so richtig abgeschätzt. Oh, aber hier gibt's Coca-Cola. Dann ist ja alles okay. Wonder Clue gibt's auch, warum nicht? Okay, was geht hier noch so ab? Skirabits? Irgendein Maintenance Terminal. Gut, später an. Erstmal das hier plündern. Und hier geht's wieder raus in Nuka World. Alles klar. Checken wir noch gerade dieses Terminal hier. Today's date is out of range. Schön. Irgendwas Interessantes. Bla bla. They send me out to the northern habitats today.
to clean up some vomit from a child who ate too much. Not sure why they picked me again. When I got back, Thomelson and Framke were just sitting at the break table, talking quietly. The moment I came into the room, they both nervously looked at me, got up and left. Something is definitely going on around here. Okay. Die Frage ist, was? Framke called in sick today, so I had to change out the lights in the reptile house. Took me almost 6 hours since the place was so damn crowded. I was putting the equipment back into the maintenance shed, and I saw Framke and Thomelson sitting in Framke's car. I saw Framke hand something over, and then Thomelson got out and walked away. I need to get to the bottom of this. Hat das was mit diesem Project Cobbles zu tun? I decided to put a holotape recorder in the empty lockdown next to Framke's. I didn't get anything for days, but finally I scored big when I picked up a conversation between Framke and Thomelson. They were talking about something called Project Cobbled. Ha, ich bin so gut. I have no idea what that is, but I never tell the janitorial stuff anything important. Why am I being left out? The work orders were piling up, but I couldn't stand waiting anymore. I finally cornered Framke and confronted him about Project Cobbled. He tried to lie his way out of it at first, but he finally gave in and told me it was a joint cooperation project between the US military and Nuka World. I couldn't believe it. I mean, what the hell could we have here that the military needed? I had to know more. Framke told me to drop it, but to hell with that guy. I'm taking it this to Brad Burton himself if I have to. Aha. Jetzt weiß ich, glaube ich, auch, wo ich das schon mal gehört habe. Galactic Zone? Die Sache zwischen Robco und Nuka World? War das Militär auch involviert? Keine Ahnung. Und die finale Nachricht ist von Framke. Ich schätze mal, Ross, das lief nicht so gut für dich. It's been 2 weeks since Ross asked me about Cobbled. I told that idiot to drop it, but he wouldn't listen. All of a sudden, our department gets notice that Ross is taking an unscheduled vacation and no one seems to know where he's gone. Oh, via. Now they want me to purge his terminal before the end of October. I hate to wipe all of the staff out, but I can't refuse. If I don't do what the security department says, I meant Amber on vacation too. Krasse Sache. Krasse Sache. Ich weiß jetzt nicht genau, was mit dem passiert ist, aber es war bestimmt nichts Schönes. Fristlos entlassen ist wahrscheinlich nicht die ganze Wahrheit. So, und damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. In der nächsten Folge müssen wir wieder hier an die Oberfläche und weiter Gatorclaws jagen und mal gucken, was wir hier noch so finden in der Zeit. Ich verabschiede mich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.